Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben ja vor kurzem den... Du glaubst wirklich, Sekt ist aus dem Augenwinkel nicht, oder? Da hat einer richtig Spaß, das merke ich schon. Das amüsiert mich. Hallo und willkommen zu dem neuen Video. Wir haben ja vor kurzem über Instagram den Aufruf gestartet, dass ihr uns gerne mal eure Motorräder schicken könnt, dass wir diese dann in einem Video bewerten. Und jetzt haben wir gerade einen Moment Zeit und haben gedacht, dann greifen wir das Thema jetzt mal an. Ja, sag, dass ich Zeit habe. Du nimmst sie dir offenbar, weil sonst würdest du nicht hier sitzen, oder? Ja, wenn wir sehen. Ja. Genau, wir haben uns jetzt mal, es gab natürlich einige Einsendungen, aber das Ganze soll ja natürlich nicht in einem stundenlangen Video ausarten. Jetzt haben wir uns mal ein paar Kandidaten rausgesucht, die wir euch jetzt mal gerne vorstellen würden. Und da fangen wir jetzt am besten mal an mit dem Frederik Alke. Du lest vor, weil ich kann es nicht lesen, ist zu weit weg. Ich lese vor, ja, alles gut. Meine Augen sind zu schlecht. Genau, da haben wir jetzt hier einmal die schöne R6 RJ095 von Frederik. Jetzt mal, was auch immer das für eine herbstliche Szenerie ist, schaut aus wie ein altes Wirtshaus oder so. Er hat es auf jeden Fall an die Mauer gelehnt. Ja. Das mache ich auch hin und wieder, wenn ich den Ständer nicht finde. Passiert das öfter, oder? Ja, vor allem, wenn du irgendwie das Bike oder aus dem Sprinter auslädst oder so und dann hast du keinen Ständer da und denkst du, scheiße, wo tue ich das jetzt hin? Lehn's einfach. Ganz vorsichtig. Kann aber auch ganz ansprechend ausschauen, finde. Ja. Was ich sehe, er hat auf jeden Fall schon eine überarbeitete Gabel, weil irgendein Aufkleber drauf ist. Mich würde interessieren, was da unten, hat er da was dazu geschrieben? Oder haben wir ein Bild, wo wir von der Gabel oben den Gabeldeckel sehen? Bild haben wir leider keins, aber er hat uns natürlich da einen kleinen Öl ins Lenkungsdämpfer zugeschrieben. Öl ins Lenkungsdämpfer, Gabel mit Andriani-Teilen. Aha. Was genau, weiß ich nicht mehr. Es ist eigentlich eher sehr selten. Also Andriani, es gibt von Andriani, ja. Andriani ist ein Italiener. Da gibt es viele Werkzeuge für Fahrwerk und so weiter. Unser Prüfstand ist von Andriani. Genau. Aber Dämpferteile sind sehr selten von Andriani. Es würde mich schon interessieren, hat er da jetzt eine Cartridge drin? Oder hat er nur ein Pissen-Kit oder sowas? Aber das schaut jetzt mal vielversprechender aus. Auspuffanlage hat er auch dementsprechend investiert. Da ist ja Agrapovic drauf. Ja, dann schreibt er selber Billig-Rennverkleidung. Das ist mir auch gleich ins Auge gesprungen. Okay, das sieht man jetzt von der Weide nicht. Ist ja. Meistens ist halt, ja, beim Sturz halt gleich alles im Arsch. Ja. Bei einer Billig-Rennverkleidung ist halt die Frage, investiere ich 5-mal im Jahr eine billige oder kaufe ich mir einmal eine gescheite? Du hast ja bei meiner Rennverkleidung gesehen, bei dem Highsider, da ist ja kaum was kaputt gegangen. Eigentlich nicht wirklich, ne. Obwohl das Motorrad ja auf der Verkleidung mehr oder weniger gelandet ist. Ne? Naja. Also das ist dann seine Eigenpräferenz, aber gut, klar, lieber investiere ich im Fahrwerk, als wie in die Verkleidung, von dem her auch schon mal richtig macht, sage ich jetzt. Das ist halt dann eher die Frage, sag mal, wie es bei so, wenn es wirklich, wenn er so sagt, billig Rennverkleidung ist, das mit Sachen Spaltmaßen und alles. Rennverkleidung passt ja sowieso nie. Es gibt keine Rennverkleidung. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat immer nach Perfektion von Rennverkleidungen gesucht und gibt's er hat nicht. Keine Kunden. Also er hat wirklich sämtliche Hersteller durchprobiert und die passen alle nicht im Sinne von, was die Spaltmaße haben. Vergiss es einfach. Wahrscheinlich eher Wunschdenken dann. Was hat er noch verbaut? Agrapovic, haben wir schon gesehen. Sieht man, Power Commander. Außenanlage, dann das Ganze drumherum, Motordeckel, Kotflügel, Carbon, ein paar Carbonteile noch. Motordeckel ist auf jeden Fall immer ein gutes Invest. Weil halt beim Sturz einfach der Motordeckel nicht kaputt gehen kann, somit ich brauche keinen neuen Motordeckel und ich verteile kein Öl auf der Strecke. Ja, das ist wichtig dann, Also Motordeckel ist immer, die halten echt extrem, ich habe die GP Racing, die Engländer, glaube ich, sind das, die halten echt extrem viel. Ja, das ist ein ganz dicker Kunststoff, da kannst du 5 Minuten drüber schleifen und der gibt nicht nach. Was hat er noch verbaut? Wie viele Kilometer hat er drauf auf der R6? Steht nicht dabei. Steht jetzt hier nicht dabei. Stahlflexbremsleitungen, was sind Bremsbeläge? TRW. Die CRQ, TRW, die sind gar nicht so schlecht. Die habt ihr jetzt vor kurzem auch mal gefahren, weil ein Zubehör-Rennvertrieb an der Rennstrecke nichts anderes dabei hatte. War dann ein bisschen so skeptisch, aber für Rijeka hat das ganz gut gepasst. Da passt es dann ganz gut. Da musst du nicht so viel bremsen. Also, hier auch noch, falls irgendwann wirklich nur noch für die Rennstrecke fertig gemacht wird, also anscheinend bewegt er die jetzt auch noch auf der Straße. Ah, okay. Wird dann wohl auch der Kabelbaum noch zerlegt, Dichtmaschine kommt raus.
und dann Aluscheiben in die Kupplung statt den Stahlscheiben. Mhm. Das ist die Frage, oder fragt mich jetzt, was das dann für einen Unterschied macht, wahrscheinlich von der Reibung her dann, oder? Kann ich da ganz ehrlich gesagt nicht sagen. Also das ja. ist was, mit dem habe ich mich noch nicht befasst. Aber ich finde grundsätzlich, ich denke, ich mache dir einen ganz passablen und vor allem sehr akkuraten Eindruck jetzt. Oder? Also es muss ja nicht immer ein teures oder das High-End-Motorrad sein, aber da, so der Eindruck, was die Komponenten und die Sauberkeit anbelangt, finde ich, ist für mich auch sehr wichtig. Und da macht die einen sehr wertigen oder zumindest... Da ist einer dahinter, der aufschaut darauf, dass das läuft. Ja, und vor allem an den richtigen Stellen vielleicht auch investiert. Das fällt da eigentlich aus. Von dem her macht das eigentlich einen ganz soliden, solide ist eigentlich so. Ja, so ich glaube, da ist dann nochmal ein bisschen ein Unterschied, sagen wir, wenn die jetzt eben auch noch auf der Straße bewegt wird, dann muss der mehr oder weniger dahinter sein, dass das läuft und immer einsatzbereit ist. Ich meine, wenn du jetzt ein Bike hast, das nur für Trackdays hast und das dann einfach mal irgendwo für 2-3 Monate irgendwo versauert, sage ich mal. Ja. Genau. Da bietet einen nicht ganz so genau. Macht einen ganz guten Eindruck. Was haben wir sonst noch im Programm? Genau, als nächstes hätten wir den André Wiedemann. Da suche ich jetzt gerade einmal das Foto raus, was wir da jetzt Schönes haben. Da haben wir Suzuki. Ja, schaut nach einer K5 oder so schaut das aus. Mhm. Könnte da sogar ganz gut hinkommen. Was schreibt er? Das Modell haben wir jetzt hier eh gar nicht dabei. Yamaha R6 R1 Bremssättel. Alpha Technik Bremsscheibe mit Belägen vorne, okay, von Alpha. Öhlins. 10,5er Federn. 10,5er Federn. Das finde ich immer ganz interessant, wenn jemand dazu schreibt, Öhlins Federn. Naja. Ganz, das ist eigentlich total egal, was für Federn, ob das jetzt K-Tech, Öhlins, Standard, es kommt eigentlich mehr auf die Federrate drauf an, aber nur weil Öhlins Federn verbaut, dann heißt das nicht, dass das Fahrwerk irgendwas besser kann, weil Federn sind Federn. Also das spielt eigentlich witzigerweise immer keine Rolle. Wir haben das ganz oft bei Leuten, die wo zu uns kommen, ah, ja, ist ja Öl ins Federn drin. Mhm. Die glauben dann, das läuft dann jetzt gleich, dann ist es nicht so wild, wenn kommt mehr Öl ins Federn drin sind. Mehr auf die Federrate drauf an, als wie auf die Federhersteller, weil die Öl ins Feder kann nicht mehr oder weniger als die K-Tech. Mhm. Aber von dem her, 10,5 Federn, da kommt es halt drauf an, wie schwer ist der Pilot und wie schnell fährt er. Ja, also das kann halt schneller mal nach hinten losgehen, dass es eher zu hart ist von der Federrate und dann das Motorrad am Scheitelpunkt zu hoch oder in dem Fall eher zu hoch steht mit 10,5. Vielleicht tendenziell, außer er ist sehr schwer, dann steht er vielleicht auch richtig. Ja. Ja. Fahrwerkstechnisch hat er sonst dann nichts mehr dazu geschrieben. Scheibe, ja, Racing-Scheibe hat er verändert. Mir würde mal interessieren, was das für Verkleidung ist. Schreibt ihr dabei, was für Verkleidung das ist? Verkleidung steht da jetzt nichts dabei. Aber Standard ist das ja auch keine. Er hat sich Puig Rennscheibe eingebaut, eine höhere, was auf jeden Fall Sinn macht. Finde ich immer ganz angenehm. Gerade für größere Piloten dann, oder wenn es einigermaßen normal Größe hast, ist eh schon schwierig, sagen wir, dass du komplett hinter die Scheibe kommst. Du musst schon sportlich sein, dass es geht. Ja. Aber es geht. Aber gut, höhere Scheibe macht immer Vorteil. Er hat einen Bremshebelschutz, wahrscheinlich auch am Bremsseite und auch an der Kupplungsseite. Ja. Der Bremshebelschutz, wissen viele nicht, ist hauptsächlich dafür da, dass in Cups, in richtige Rennen, wenn die zusammenkommen, dass der das eine nicht an die Bremse dran kommt. Genau, aus Versehen an die Bremse kommt. Ansonsten ist die Gabel an und für sich von dem Motorrad eigentlich gar nicht so verkehrt, weil die eigentlich ganz gut ansprechen. Also Standard auch schon. Ja, ich sage jetzt mal nur die Führung von Außen- und Innenrohr, unabhängig von der Dämpfung. Die Dämpfung ist jetzt nicht so der Brille, aber wenn man die dann mit einem vernünftigen Cartridge fährt, egal ob dann von K-Tech oder Öhlins, dann funktioniert es eigentlich richtig gut. Haben wir jetzt schon mehrere Suzuki gemacht mit diesen Gabeln, die funktionieren eigentlich wirklich ganz passabel. Hinten hat er anscheinend federbeintechnisch nichts gemacht. Das ist auch immer so Investition. Sag mal, die meisten fahrdynamischen Probleme oder Eigenschaften kommen eigentlich von hinten. Das ist eh das, was ich ganz faszinierend finde, dass viele immer an der Gabel was machen, aber am Federbein findest du da viele, die dann das Federbein irgendwie dann komplett außen vor lassen. Ja, auch viele Fehler suchen an der Gabel, also Fahrverhaltensfehler oft vorne suchen und dabei die kommt es zwingend an der Gabel sind. Ja, es kommt ganz oft von hinten. Und damit wird oft mit der Gabel irgendwas kompensiert, was hinten falsch läuft. Ja. Ganz interessant, ja. Ja, was haben wir noch jetzt, wenn wir da? Dann haben wir als nächstes noch im Programm den Kevin Bieler. Aber jetzt wird es interessant, R1, RN32. Das ist, glaube ich, jetzt dann eher dein Fachgebiet. Mhm.
sehen wir ganz markant an dem silbernen Motorgehäuse. Ja. Alles, was quasi ab Baujahr 2015 bis 18, ab 18 kommen die 49er. Hat auch keinen Motorschoner-Deckel drauf. Ja. Der hat den Agrabovic drauf. Das hat er vielleicht dazu geschrieben, wie er den nennt, wie sie den nennt. Ich habe den schon ein paar Mal gesehen. Er schaut irgendwie seltsam aus. Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen, aber der ist mir jetzt sofort ins Auge gesprungen. Ja. Schaut aus wie so ein Schwanz von einem Hund oder so. Nee. Agrabovic in so einem Motor, also stimmt. Also ich bin mir nicht sicher, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was das für Agrabovic ein Schalldämpfer ist. Hat halt erst auch 7200 Kilometer runter. Ja, Zeit zum Revidieren bei der RN32, ne? Ja. Die 32er waren ein bisschen anfälliger. Die waren allgemein etwas anfälliger, soweit ich meine, die Yamaha ist aus, als motortechnisch schon nicht ganz unanfällig, aber ja. Dann, was haben wir da? Sturzprotektor habe ich gesehen. Ja. Fußrastenanlage ist auch nicht serienmäßig. Öhlins TTX hat da hinten auch drin, aber da haben wir jetzt leider keine weiteren Infos jetzt. Und vorne Gabel hat er da irgendwas? Gilles Fußrastenanlage, Gilles Kupplung und Bremshebel. Die Motorenschützer werden aber anscheinend schon, aber der meint wahrscheinlich jetzt hier. Der meint wahrscheinlich den Rahmenschützer. Ja, das glaube ich eher. Aber Motordeckel. Das wäre mit der Gabel oder so, wäre das eigentlich ganz interessant gewesen. Er hat auf jeden Fall, er hat einen Hubindikator drin, was nicht viel heißt, kann er deswegen eine komplette Serien, also ich meine, klar ist es die Seriengabel von außen, ja. Ist halt die Frage, was hat er für ein Dämpfungssystem verbaut, ist das auch Serie oder ist da irgendwas umgebaut worden, hat auch eine hohe Scheibe drin, die Rennverkleidung, das ist keine Rennverkleidung, oder? Das ist eine Rennverkleidung, doch ist eine Rennverkleidung. Nee, das ist eine Serienverkleidung. Das schaut mir jetzt auch ziemlich nur Straßenverkleidung an. Serienverkleidung, aber schön entweder anders lackiert oder foliert. Ja. Schaut jetzt nicht so schlecht aus. Also man muss aber auch dazu sagen, Serienverkleidungen finde ich optisch echt ansprechender, weil die einfach passen. Also das siehst du an den Spaltmaßen, die Lackierungen sind extrem widerstandskräftig eigentlich. Ist zwar in der Regel zu schade, finde ich auch für die Rennstrecke. Andererseits, ich habe das gesehen bei diesen ganzen Straßenbikes, die ich bisher gefahren habe, war das schon immer ganz cool, weil du halt echt, weil die halt echt mehr ausgehalten haben, die Verkleidungen. Ja. Und das war halt einfach die Kabel und sauber verräumen. Naja, das macht halt gleich einen ganz anderen Eindruck. Ja. Ich meine, gerade bei der ist jetzt nicht so das große Drama, sagen wir, weil der eh nur die kleinen Lichter hat, das ist ja auch schnell abgeklebt, sage ich mal, wenn es hart auf hart kommt. Ja, und die Spiegel sind leicht abgeschraubt und so. Und das hat er ja eh gemacht. Das ist halt die Frage, inwiefern er eine Strecke oder nach Straße fährt zur Rennstrecke. Haben wir noch ein Bild von dem? Nee, also nur die Seitenansicht. Und von hinten haben wir noch. Also das fahrische. Welche Rennstrecke ist das? Schaut nach Most aus. Nein. Nee. Grün kann das sein? Nein. Hätte andere Körbfarbe. Ah, okay. So, dann haben wir als nächstes hätten wir noch den Fabian. Schauen wir mal. Diesmal mit einer 600er wieder, mit einer Honda. Ist das ein PC40 oder was ist denn das? Nee, das ist das Nachfolgermodell. Ich weiß jetzt leider die Bezeichnung gerade nicht. Die war bei uns, glaube ich, mal relativ selten. Das war eh die letzte 600er, die es, glaube ich, gegeben hat von der CBR. Was war er? Das müsste 14 oder sowas. Aha. Nee, 2007. Ja, dann ist der PC40. Ja, genau, dann ist der PC40, aber Verkleidung ist von der anderen. Ah, deswegen, 13 bis 16. War jetzt auch schon verwundert. Ja, das hat mir so ein... Okay, weil ein Paxei WM-Motorrad hat nicht genauso ausgehört. Ja, genau. Aero-Anlage Wilbers Federbein. Ah ja, okay. Ist auch selten, wird sehr selten Wilbers Federbeine, vor allem in den Supersportlern. Mehr sehe ich das eigentlich in den ganzen GS und so, viel Wilbers. TRW Fußrastenanlage, Quickshifter. Rest ist serienmäßig. Aero, Rennverkleidung, man schreibt da keinen Hersteller dazu. Das ist immer interessant, wenn bei den Rennverkleidungen die Hersteller ein bisschen dazustehen, weil dann weiß man, ein bisschen so Erfahrungswerte sammeln auch, wie passen die, wie gut sind sie, wie schwer sind sie. Ah ja, da gibt es ja mittlerweile auch schon Millionen Anbieter, sage ich mal, die das, das beziehen kannst. Ja. Finde eher den Kommentar ganz interessant, dann, also fährt sich gut, nur die Motorleistung ist mit 115 PS wenig. Eine Anti-Hopping-Kupplung rüste ich noch nach. Ja, umso schneller du wirst natürlich, desto wichtiger ist Anti-Hopping-Kupplung, dass du einfach spät bremsen kannst. Und ja, aber gerade sage ich mal, 600er für den Track ist ja eigentlich nicht so verkehrt eigentlich, weil du lernst halt dann eher noch das saubere Fahren dann wahrscheinlich, weil du halt nicht alles mit der Leistung wegmachen kannst. Ich finde die Aussage so abgedroschen. Ja. Ich fahre mit weniger Leistung, weil da lerne ich das Fahren besser. Okay. Wer sagt, dass ich mit 1000 Kubik das Fahren nicht besser lerne? Das schon. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Thema. Also
Das sage ich mal, die Leistung halt, die das kompensieren kann, wenn es jetzt da irgendwie falsche Linie und da irgendwie Zeit liegen lässt, die kannst du dann beim Rausbeschleunigen mit der... Das kompensierst du aber nicht. Okay. Das ist aber eigentlich nicht zu kompensieren. Also meiner Meinung nach, wenn du falsche Linien fährst und dass die Ausgänge schlecht sind, dann kompensierst du das auch nicht mit mehr Leistung, sondern ist einfach für den Arsch. Und dann machst du das Gas eh nicht auf, weil du eh die Hosen voll hast, weil du falsch stehst am Ausgang und so weiter. Also ich habe auch mit der 1000er das Motorradfahren gelernt. Und möchte nicht sagen, dass ich es hätte mit der 600er besser lernen können. Klar, 600er fahren hat schon auch seinen Reiz. Du musst auf andere Dinge achten. Genau, du fährst halt doch anders. Du musst auf andere Dinge achten, die bei der 1000er nicht so viel Rolle spielen. Aber ob ich jetzt mit der 600er besseres Fahren lerne, ich denke, man muss in der Lage sein, mit beides zu fahren. Naja. Das ist eigentlich mein Anspruch. Und ich bin ja auch schon ein paar Mal jetzt 600er gefahren. Und das macht halt genauso seinen Reiz, aber nichtsdestotrotz finde ich einfach den Bums von der 1000er geiler. Aber es ist jetzt so trotzdem irgendwie so der gängige Ansatz, dass gerade so Streckeneinsteiger oder sowas, dass die dann eben doch auch auf die 600 immer zurückgreifen. Weil ich meine, wenn du jetzt als Einsteiger, sagen wir, wenn du da ein billiges Bike für den Track kaufst, da kannst du ja genauso gut eigentlich eine billige 1000-Maschine holen wie... Aber ich denke, das ist einfach 600. So ein Narrativ. Es wird, wird gesagt, okay, 600er, da lernst du das Fahren besser. Ja, das hat sich halt dann irgendwo eingebrannt und dann... springt halt jeder irgendwann auf den Zug auf. Naja. Also ich denke, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Was möchte ich? Möchte ich weniger Leistung haben oder möchte ich mehr Leistung haben? Ich finde zum Beispiel total unharmonisch, dass ich mit der 600er ständig so hoch drehen muss. Mir tut das ständig im Herz weh, wenn das Ding... Ja, aber genau das finde ich zum Beispiel wieder geil. Oh, ich habe da Angst, wenn man die Kolben um die Ohren pflegen. Ohne Scheiß. Also ich finde es ein bisschen, das Ding immer auszuquetschen zu müssen, finde ich auch teilweise anstrengend, weil... Ja, mit der 1000er kann ich halt einmal Shortshift machen und einmal unten rausfahren, weil es, das war trotzdem nur den weil ich das Drehmoment habe. Ja. Ja, also je nachdem, wie dann der Riding-Style halt ist. Was haben wir noch? Haben wir noch ein anderes Bild von ihr? Nee, von ja, dann haben wir. Ich finde, dass die mit der Verkleidung aber auf jeden Fall ganz, ganz cool ausschaut. Ja, vor allem du kennst halt überhaupt nicht, dass das nur ein PC40 ist. Ja. Also sofort eigentlich auf das Nachfolgemodell geschaut, bis ich es eben dann in der Beschreibung gelesen habe. Mhm. Honda. Okay. Schaut nach Honda. Und schaut nach Almeria aus, oder? Mhm. So, das ist 2020er Honda. Das sieht man irgendwie schon von der Auspuffanlage. Die Agapovic ist eindeutig auch am Heck, aktuellen Fireblade. Am Heck kennt man es richtig. Ja, das Heck finde ich nicht schön. So ansprechend. Front finde ich eigentlich umso ansprechender. Ist echt schön. Ja. Front finde ich echt toll. Ja. Startziel in Almeria. Ja. Was hat er verändert? Was hat er geschrieben? Schaut ziemlich seriennah aus, bis auf die Rennverkleidung. Alles original, bis auf Brille und Flash. Brille? Ja, damit meint er wahrscheinlich die Verkleidung. Auch ein interessanter Ausdruck. Keine Ahnung. Um Flash, um Höchstgeschwindigkeit und sonstige Drosselungen auszunehmen. Ja, okay. Hallo Matthias, du hast sie dir angesehen in Almeria im Winter. Ehrlich? Das weiß ich gar nicht. Ich sehe so, jetzt hat er wohl was gesagt. Hast sogar noch Tipps gegeben wegen dem Fahrwerk. Ja, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ja, also, seien wir ganz ehrlich, die Standard-Honda ist halt wirklich, also, bis zum gewissen eigentlich immer alle ziemlich begeistert von, wie die damals rauskommen ist, die neue, da waren sie eigentlich für den Standard-Trim alle ziemlich begeistert davon. Bis auf die Übersetzung. Übersetzung ist eine Vollkatastrophe. Das Ding geht 380 oder so. Ja. Also da habe ich am Red Bull Ring, als ich den Test gemacht habe, habe ich in jeder zweiten Kurve in den ersten Gang müssen. Also ein bisschen, über Null schalten ist halt ein Thema. Ne? Beim Hochschalten erwischt dann gerne mal ein Nuller und seine Späße muss man ganz bewusst schalten. Aber die Honda macht serienmäßig schon auf jeden Fall Laune. Ist halt ganz anders wie eine Yamaha. Yamaha hat mittendrin ziemlich viel Punch und die Honda halt ist wie eine 600er fast. Also die kommt halt oben raus dann nochmal. Die richtig. Geht nur oben raus. Also in der Mitte kannst du da rein relativ kompromisslos aufziehen und es ist wie ganz linear der Leistungsentfaltung. Es hat auch seine Vorteile zum Fahren. So, dann haben wir zum Abschluss haben wir dann noch einen Kandidaten, der müsste eigentlich eh noch ziemlich gut bekannt sein. Er war jetzt erst vor ein paar Tagen hier. Ja, in dem letzten Video auch, ne? Ja. Genau, Stefanos mit seiner Panigale V4. Ja, das ist natürlich ein High-End-Gerät. Das jetzt mal Preisniveau ein bisschen höher angesiedelt ist. Ist aber auch, sage ich mal, für alle, die sich das jetzt vielleicht nicht kaufen können und wollen, aber trotzdem was für Materialverliebte. Ja. Wir haben an dem Motorrad haben wir einen Fahrwerkservice gemacht und haben da ein bisschen was umgebaut. Um Fahrwerk und
Und das ist halt ja richtig edel verbaut. Verarbeitung ist da ja, schon. Und Verkleidung, allein die Verkleidung ist halt ganz eine teure Ducati-Rennverkleidung, die passt wie die Faust aufs Auge, so viel zum Thema Spaltmaße. Ich glaube, da sind die Spaltmaße fast perfekt. Und dann hat er zum Beispiel vorne diesen Front-Fend, also diesen Kotflügel, extra aerodynamisch, der die ganze Gabel umfasst, der extra Bremskühlung, genau, Bremskühlung mit drin hat. Also das ist richtig, richtig cool verarbeitet, das Ding. Und da sind auch keine Kosten gescheut worden. Was natürlich so ein bisschen cool ist bei so einer Ducati, du brauchst halt zum Beispiel, also bei so einem allgemein aktuellen Superbike, aber speziell bei der Ducati, du brauchst halt an der Bremse überhaupt nichts mehr verändern. Ja, die ist halt von Serie aus wirklich schon so gut, wie man es woanders halt auch gern hätte und viel Geld auch rein investieren muss wahrscheinlich, dass es so funktioniert. Ja, absolut. Und ich meine, das ist der 2021er V4S, aber zum Beispiel so der Scott Redding, gell, der ist mit der 2020er V4S, ist der in Jerez Standardmotorrad. Komplett nur Spiegel aus der Box, Spiegel runter, Kennzeichen runter. Ist er 1,42 in der Jerez gefahren. Das ist flott. Das war krank, also wirklich krank. Und aber das musst du auch können bei dem Motorrad. Ja. Und wir haben das jetzt erst in Brünn gehabt, mich im Motorsport mit der Ducati V4R und ich mit der Yamaha Rennen gefahren. Und da sieht man die deutlichen Vor- und Nachteile der jeweiligen Motorräder. Und die Ducati ist halt jetzt nicht das Motorrad mit dem maximalen Kurvenspeed. Muss man auch dazu sagen. Die fährt halt dann auf der Grauen wieder rein. Leistung hat sie ohne Ende. Ja. Leistung hat sie ohne Ende. Das ist nicht das Motorrad für einen hohen Kurvenspeed. Aber eins müssen wir ihm schon ankreiden, hier dem Stefanos. Schau mal, man sieht es deutlich an dem Bild. Da hängt sein, an dem Heckrahmen hinten, hat er die Schlaufe für den Airbag angehangen. Ja, stimmt. Das schaut jetzt nicht so dem Motorrad gerecht aus. Also da muss man sich vielleicht ein bisschen so einen schöneren Platz unter der Sitzbank suchen, damit es langsam schön hochgeht am Tank. Abzüge in der B-Note. Wo wir gerade beim Thema Tank sind, was mir gut gefällt hier, ist die Tankhaube, die den Tank halt ein bisschen bauchiger macht. Ja. Und das habe ich ja immer bei meinen Ducati-Tests schon lange in der Vergangenheit immer kritisiert, dass man sich nicht gescheit festkrallen kann an dem Motorrad. Man hat immer das Gefühl, man fällt runter, also die ganze Last ist auf den Armen, weil du kannst dich einfach nicht richtig einkrallen. Und ich denke, ich bin das Motorrad zwar nicht gefahren, aber ich denke, das geht hier besser. Und das finde ich da schon interessant. Ja. Also da hat der Stefanos auf jeden Fall in die richtige Richtung auch zusätzlich investiert. Ja gut, dann sind natürlich noch andere Lenkerstummeln dran, dann sind Fußrasten, Spider-Fußrastenanlage, IMA, Gabelbrücke und so. Also da ist natürlich schon... Bis ins letzte Detail eigentlich wirklich komplett durchdacht. Wenn er wirklich bis ins letzte Detail hin will, dann hätte er das komplette elektronische Fahrwerk rausgeschmissen. Ja, okay. Das kann ja vielleicht noch werden. Naja, jetzt haben wir ja in das Elektronische investiert. Wir haben jetzt aus dem Elektronischen haben wir das Maximum rausgeholt. Wir haben die Dämpfungskennlinie ein bisschen umgearbeitet von Stoßdämpfer und Gabel. Wir haben ein bisschen mit dem Luftpolster gespielt. Wir haben ein bisschen mit der Grundgeometrie gespielt. Man darf auch nicht vergessen, dass so ein Ducati in der Regel auch für einen sehr relativ leichten Italiener abgestimmt ist. So, und dann kommen wir Deutsche daher mit 95 Kilo. Und dann musst du eh schon was machen. Da muss in der Regel was machen, ja. Genau. Cool. Interessant, oder? Ja, das ist ein richtig geiles Motorrad. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich trotzdem bei meiner Yamaha. Ne? Ja. Bei mir kannst du reinstechen, dann läuft es blau raus. Ja, das ist leider so. Leider, genau. Nee, aber das war doch eigentlich jetzt immer ein guter Einblick in das Ganze. Wie gesagt, falls da Interesse an eurer Seite ist, dass wir das mal öfter wieder machen, dann können wir gerne auch demnächst mal wieder einen Aufruf starten, dass ihr uns wieder mal eure Motorräder zuschickt. Und fürs Erste würde ich sagen, belassen wir es erstmal dabei. Ja. Sonst rautet es aus. Ich glaube, wir haben schon 30 Minuten. Dauert eh schon ewig. Da müssen wir jetzt irgendwann mal einen Cut machen. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video dann wieder. Bis dahin und ciao. Ciao.